Liebt ihr den Juni auch so sehr? Ich bin jedes Jahr aufs Neue fasziniert, wie schnell auf einmal alles geht, wenn die Temperaturen wärmer werden, der Garten total aufblüht und die Pflanzen richtig loslegen und man immer mehr und mehr ernten kann und die Vielfalt auf dem Teller immer größer wird. Und ja, ich finde die Zeit einfach total schön und im heutigen Video möchte ich euch zeigen, was unser Selbstversorgergarten im Juni alles so hergibt, was wir jetzt alles Anfang Juni ernten können. Und am Ende des Videos möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, was ihr jetzt noch sehen könnt und ja, bleibt gerne dran. Endlich können wir die allerersten Gurken ernten. Ich habe mich schon so lange darauf gefreut und jetzt Anfang Juni ist es endlich soweit. Ich kann im Wintergarten die allerersten Salatgurken ernten und ja, ich finde doch, dass die sich sehen lassen können, oder? Ich finde, die haben eine gute Größe und ich habe direkt zwei Stück geerntet. Die kommen heute ja, mit in den Salat und ich finde das einfach total schön, jetzt auch frische Gurken aus dem Garten zu haben. Und da hängt auch gut was dran an der Pflanze. Also ich glaube, dass wir da tatsächlich jetzt täglich ein paar Gürkchen ernten können. Und ich finde, das ist doch eine richtig, richtig tolle Sache. Ihr seht, im Erntekörbchen ist noch ganz viel Platz für mehr und wir gehen gleich direkt raus in den Garten zum Kohlrabi-Beet und ihr seht es schon leuchten, der lilafarbene Kohlrabi ist schon erntereif, da sieht man schon die ersten kleinen Kohlrabi-Köpfe leuchten und ich finde das einfach immer total schön, auch was lilafarbenes in den Beeten stehen zu haben. Das ist die Sorte Azurstar, den mag ich ganz gerne, weil die super schnell ist in der Kultur, also die kann man recht schnell ernten und ich finde ja, die einfach total lecker, die wird nicht holzig und macht auch optisch richtig was her. Da kommen direkt auch zwei Kohlrabis mit ins Erntekörbchen. Wir verwenden den immer ganz gerne als Rohkost in der Butterbrotdose oder aber auch in Kombi mit Kartoffeln als Rahmgemüse. Ist das immer eine richtig tolle Sache. Und ja, ich habe noch einige in den Beeten stehen, da wird noch einiges folgen und ich freue mich einfach total, jetzt auch was anderes als nur Blattgemüse ernten zu können. Und dann geht es direkt weiter zum Hochbeet. Ich habe noch super viele Salate in den Hochbeeten stehen und wir essen jetzt fast täglich Salat. Und das ist eine wunderschöne rote Eichblattsorte, die mag ich ganz gerne und die kommt heute mit in die Küche. Die ersten Zuckerschoten sind auch schon erntereif. Da haben wir jetzt auch vor ein paar Tagen schon die ersten geerntet. Man kann die auch etwas größer werden lassen, sodass sich da richtig kleine Erbschen noch ausbilden. Aber wenn man ungeduldig ist und schon ein bisschen was ernten möchte, kann man die theoretisch auch jetzt schon ernten und zubereiten. Das ist die Sorte Norli, die braucht keine Rankhilfe und die lasse ich ja immer ganz gerne an den Beeträndern wachsen. Die finden wir richtig toll und ja, Zuckererbsen sind wirklich eine super Sache. Die sind ganz schnell zubereitet, einfach in der Pfanne etwas anschwitzen und auch in Kombi mit anderen Gemüsen super lecker und die darf bei uns absolut nicht mehr fehlen. Kommt natürlich auch mit ins Erntekörbchen, wenn man erstmal ein bisschen sammeln möchte und nicht direkt weiterverarbeitet. Ein paar Tage halten die sich auch immer ganz gut im Kühlschrank. Und ich finde es immer ganz schön, wenn diese kleinen Erbschen in den Schoten im Sonnenlicht durchschimmern. Ich mag das total gerne. Die ersten Erdbeeren konnten wir auch schon ernten. Darüber freut sich unser Zwerg natürlich ganz besonders. Es sind jetzt noch nicht so die Riesenmassen, aber hier und da können wir immer ein paar Erdbeeren ernten. Und ich glaube, in ein, zwei Wochen werden das richtig viele sein. Die ersten Wintersteckzwiebeln habe ich auch schon geerntet. Die hatte ich im Hochbeet stehen, die mussten jetzt Platz machen. Die habe ich jetzt draußen in der Sonne stehen, dass die Schale etwas trocken wird. Und bei Bedarf hole ich mir immer ein paar
Zwiebeln mit in die Küche hinein. Das ist ganz praktisch. Und ja, ich habe ja auch noch selbst ausgesäte Zwiebeln bei uns wachsen. Die werden aber erst im Sommer reif. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt Anfang Juni von den Wintersteckzwiebeln auch schon eine erste Ernte habe. Ja, Tomaten habt ihr im letzten Video schon gesehen. Im Wintergarten kann ich schon ernten von den Zwergtomaten. Hier seht ihr die Sorte Boca und Golden Hour. Die sind beide super lecker und ja, da brauchen wir jetzt auch nichts mehr zukaufen. Immer so eine Handvoll Tomaten kann ich jeden Tag ernten. Mangold, auch eine richtig tolle Sache, die wir auch schon auf der Wiese ernten können. Ich liebe ja diese wunderschönen, leuchtend bunten Stangen. Ich bin da ja total Fan von. Und ja, Mangold ist einfach total ertragreich und ausdauernd und der darf bei uns absolut nicht mehr fehlen. Die ersten kleinen Brokkoliköpfe lassen sich auch schon sehen und ich glaube, dass wir da auch in wenigen Tagen schon etwas ernten können. Der Rhabarber hat es leider nicht mehr aufs Foto geschafft, deswegen hier einmal der fertige Kuchen in Kombi mit Erdbeeren, total lecker. Und ja, die Spargelsaison, die läuft jetzt langsam aus. Das sind jetzt so die letzten Stangen, die wir ernten können und dann dürfen die Pflanzen Kraft sammeln fürs nächste Jahr. Die ersten Erdkirschen lassen sich auch schon blicken. Die Hülsen färben sich jetzt leicht bräunlich und werden trocken. Das heißt, da ist auch eine Ernte bald in Sicht. Was könnt ihr denn bei euch jetzt schon alles ernten? Was landet bei euch im Erntekörbchen und auf dem Teller? Schreibt mir das gerne unten mal in die Kommentare rein. Ich finde das so schön, wenn man im Garten einkaufen kann, also mit dem Erntekörbchen einfach drauf loszieht und schaut, was gibt der Garten her, was kann ich ernten, was kann ich Tolles draus zaubern und die Vielfalt auch immer größer wird. Ja, das ist einfach total schön und ich finde das auch einfach total super zu wissen, woher das Gemüse kommt. Ich weiß, dass da nichts gespritzt wurde, keine Herbiziden, Pestiziden verwendet wurden. Ja, es ist einfach super frisch, keine Transportwege, keine Plastikverpackungen und ich liebe das Gefühl einfach total zu wissen, dass aus einem kleinen Samenkörnchen so eine tolle Ernte entstanden ist und ich weiß genau, dass mein Gemüse naturnah angebaut wurde und weiß, was bei uns auf dem Teller landet. Und ich finde, das ist einfach sowas von wertvoll und ich liebe das einfach jeden Tag und da geht mir das Herz auf mit jedem Salatblättchen und mit jeder Erdbeere, die ich ernten kann. Ja, ich denke, ihr kennt das vermutlich auch, oder? Und ja, so ein Selbstversorgergarten darf bei uns nicht mehr fehlen. Ich finde das einfach total wertvoll, dass man sowas auch weitergeben kann. Und das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum ich das überhaupt hier mache auf meinen Social-Media-Kanälen hier auf YouTube. Einfach, weil ich noch mehr Leute motivieren möchte, das einfach mal auszuprobieren. Und auch wenn es nur ein kleiner Balkonkasten ist oder ein Hochbeet, ich finde das Gefühl an Leinen ist einfach unheimlich wertvoll. Was kann man im Juni noch aussehen? Wer es verpasst hat, Zuckermais und ja auch Popcornmais kann man jetzt noch super säen, entweder in Direktsaat oder in der Voranzucht, falls man die Beete noch nicht frei hat. Was auch jetzt noch super klappt, ist Blattgemüse, wie zum Beispiel der Mangold oder verschiedene Salate. Da muss man jetzt wohl darauf achten, dass die Keimtemperatur nicht zu hoch ist und die Sorte Ultra kann ich super empfehlen für den Anbau im Sommer. Die kommt auch ganz gut mit heißen Temperaturen zurecht, die hatte ich letztes Jahr im Anbau und ja, Salate sollte man immer in den Beeten stehen haben. Möhren gehen jetzt natürlich auch noch, wenn ich hier und da wieder etwas Platz in den Beeten habe, sehe ich immer ganz gerne noch Möhren nach und achte da auch immer auf eine bunte Vielfalt und ja, ich liebe das total. Und jetzt kommen wir noch zum Wintergemüse. Ich habe das ja in einem der letzten Videos auch schon gezeigt, dass man ja doch dran denken sollte, dass man auch im Winter etwas zu ernten hat. Palmkohl geht natürlich, Grünkohl und mein Favorit, der Sprossenbrokkoli, ist bei uns auch wieder mit dabei. Und eine Empfehlung von mir ist der Herbstkohlrabi Dina. Der hat so wunderschön leuchtend pink-grüne Köpfe und der macht sich auch super für den Spätsommeranbau. Und Bohnen kann man natürlich jetzt auch noch super
setzen. Ich pflanze die immer ganz gerne in leer gewordene Beete. Ende Juni würde ich dann wohl eher auf die Buschbohnen zurückgreifen, da weil die halt etwas früher reif werden als die Stangenbohnen. Und jetzt noch ein Tipp von mir. Ich sehe immer ganz gerne noch eine zweite Ladung Gurken und Zucchinis nach. Das hat den Hintergrund, dass die früh vorgezogenen Pflanzen auch irgendwann nicht mehr so produktiv sind. Und wenn man dann noch ein paar frische, nachgesäte Pflanzen in petto hat, dann kann man auch bis in den Herbst hinein richtig viel ernten. Die Sorte Serafina finde ich super. Die ist sehr ausdauernd, also die produziert auch im Herbst noch ganz viele Früchte. Blumen kann man jetzt natürlich auch noch sehen. Ich habe zum Beispiel bei mir die Nützlingsweide und die Phacelia ausgesät für die Bienen. Und ja, Trockenblumen und auch essbare Blüten sind eine ganz tolle Sache. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal, empfiehlt mich weiter. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Gartenzeit, einen guten Start in den Juni und bis zum nächsten Video.